Kreis 21 VDV. Gerade in Ulm angekommen mit dem ICE. Heute ist Tag der offenen Baustelle. Und ich bin gleich beim Presserundgang dabei. Also, dann würde ich sagen, die Tage der offenen Baustelle in Ulm sind hiermit offiziell eröffnet. Gut, sauber, das haben wir bekommen, was? Erfolg und unauffällig. Unauffällig, ja. Ich habe hier keine Wohnung. Ich komme hier immer raus, wenn ich jetzt habe. Ich habe ja nicht nur Ulm, ich habe ja den Altbachschuh und die schöne Scheibe. Und demnächst das gesamte Wohnmobil. Eigentlich wäre Wohnmobil bei Ihnen so groß. Ja, ja, hallo. Wenn wir dich ausmalen, wie das dann aussieht. Dann, ja. Auf Schienen. Ja. Weißt du, ja, auf das, Schienen. Hätte, das hätte was. Das ja. Hätte. So ein Salon. Ja. Ja. Ja, also ich habe schon oft gescherzt, wie schön das wäre, wenn man schon Schienen bis Märklingen hätte, weil ich dauernd dort Baubesprechungen habe und ich komme aber so mit dem Auto hin. Leute, wir laufen jetzt durch die Baustellenzufahrt und zukünftige Rettungszufahrt in die Baustelle. Ja, leider kann ich nicht hier bleiben. Da müssen wir weiter. Aber das muss ich schon sagen, unsere Brücke ist die schönste. Ja. Ich meine, sie ist ja auch deswegen so schön, weil die anderen so weit abfallen. Das muss man ja alles miteinander in Relation sehen. Ne? Genau. Aber es ist eine schöne Familie. An dieser Stelle bei der Gelegenheit schon mal herzlichen Dank für die ersten Spenden für das Gimbal. 15% vom Ausgabepreis habe ich schon drin. Ich habe nämlich gleich eins gekauft, um für heute bereit zu sein. Und wir laufen jetzt auch gerade mit dem Gimbal. Ist doch eine ganz andere Sache. Danke an dieser Stelle an Calumet Stuttgart. Herr Stark hat so gut beraten, weil es ist nicht trivial für eine Videokamera, ein Gimbal zu bekommen. Denn die haben ja selber schon ihren Stabilisator und wenn man steht, ist es ja auch kein Problem. Aber beim längeren Laufen ist es schon schwierig. Deswegen mussten wir ein bisschen ausprobieren, welches funktioniert und entsprechend anpassen. Ja, jetzt sind wir durch die Baustellenzufahrt in die zukünftige Neubaustrecke gelaufen. Hier ist das Band, mit dem eröffnet wird.
Und ich gehe mal hier rüber noch, kurz bevor die Reden beginnen. Denn hier wird nachher geschweißt. Ulmer Bürgerinnen und Bürger, herzlich willkommen hier auf der Großbaustelle zum Bahnprojekt Ulm-Stuttgart. Ich freue mich, dass schon zu Beginn eine so große Zahl von interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus Ulm und Umgebung heute hierher gekommen sind. Und ich freue mich natürlich umso mehr, dass der oberste Bürger der Stadt Ulm, Herr Oberbürgermeister Gunter Zisch, ebenfalls schon hier ist. Herr Oberbürgermeister, herzlich willkommen, verbunden mit dem großen Dank des gesamten Projektmanagements für die tolle Unterstützung, die wir von Ihnen persönlich, von der gesamten Ulmer Stadtverwaltung, aber auch von sämtlichen Ulmerinnen und Ulmern in den letzten Jahren erfahren haben. Wir freuen uns, dass wir heute Ihnen die Chance geben können, das größte Bauprojekt, das die Bahn im Großraum Ulm jemals begonnen und fertiggestellt hat, zu besichtigen. Und ich möchte den Mann begrüßen, der für all dies maßgeblich mit die Verantwortung trägt, unseren Abschnittsleiter, Herr Dr. Kielbasa. Herzlich willkommen. Morgen. Dem Herrn Kielbasa ist etwas gelungen, was man in der Regel nicht mit der Deutschen Bahn zusammenbringt. Er hat schneller gebaut als terminlich vorgesehen. Und deswegen sind wir heute auch hier zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht ahnen konnte, dass wir schon mit dem Ausbau eigentlich langsam beginnen. Und wichtig ist es für auch die Ulmerinnen und Ulmer, wir werden hier nicht warten müssen bis 2025, bis wir den Zugverkehr aufnehmen, sondern mit Sicherheit schon 2022 werden wir von Ulm bis Wendlingen die Schnellstrecke, die jetzt hier gebaut wird, befahren können. Immerhin ein Zeitgewinn von fast einer Viertelstunde. Und wer pendelt, ist um jede Minute froh, wo er schneller ist. Ich freue mich, dass wir auch eine zahlreiche Anzahl Pressevertreter hier haben aus der Großraumschaft Ulm. Und wir bedanken uns auch da für die gute Begleitung, die wir in den letzten Jahren erfahren haben. Ich möchte mich zu Beginn ganz herzlich bedanken bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Verein Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, die diesen Tag der offenen Baustelle vorbereitet haben. Es ist eine große Aufgabe, allein schon für die Sicherheit zu sorgen. Liebes Team, liebe Frau Sehner, Herr Bösinger, alle anderen, herzlichen Dank für die tolle Arbeit. Und nicht zuletzt bedanke ich mich auch bei der Security der Deutschen Bahn AG. Sie wissen, dass das bei Großprojekten wichtig ist, dass man auch davor geschützt ist, dass eventuell, es könnte ja durchaus sein, auch mal jemand nicht so ganz wohlgesonnen ist so einem Projekt gegenüber. Meine Damen, meine Herren von der Security, herzlichen Dank, dass Sie heute den Sonntag mit uns hier verbringen und dafür sorgen, dass wir sicher die Baustelle besichtigen können. Meine Damen, meine Herren, offiziell ist damit der Tag der offenen Baustelle eröffnet und ich darf nun das Wort an Herrn Oberbürgermeister Gunter Zisch weitergeben. Vielen Dank. Einen schönen guten Morgen. Heute Morgen hat einen die Neugierde aus dem Bett getrieben, nämlich so eine Baustelle anzuschauen und
dieses unglaubliche Meisterwerk der Ingenieurbaukunst zu besichtigen. Im Tunnel ist ziemlich kalt, merken wir jetzt gerade. Deshalb ganz herzlich Dankeschön. Ich bin gern auch aus dem Bett gesprungen, weil ich die Gelegenheit nutze, auch herzliches Dankeschön zu sagen. Diese Neubaustrecke, die wir in 3 Jahren befahren dürfen, jetzt der Termin ist 22, hört schon mal ganz gut an, die ist für uns in der Stadt der wesentliche Impuls für Stadtentwicklung. Wenn man am Citybahnhof sieht, was wir projektieren, die schönste Straßenbahnbrücke der Welt geht über das Bauwerk. Herr lieber Herr Kielbasa, da können die Bahnbrücke nicht mithalten. Und wir erleben gerade auch im Nahverkehr einen richtigen Boom an Leuten, die Straßenbahn fahren, Bus fahren. Das tut unsere Stadt gut. Und wir projektieren ja auch in Kooperation mit der Bahn das Thema Regio-S-Bahn und den 2 Bundesländern. Also es ist ein richtiger Impuls, hat stattgefunden. Das ist ganz wichtig, weil Stadtentwicklung steht eben oder entwickelt sich an den Verkehrsachsen. Deshalb hat sich die Region, die Ulmerinnen und Ulmer, auch für das Bahnprojekt eingesetzt, vor allem für die Neubaustrecke, weil die Neubaustrecke für uns ganz, ganz wichtig ist. Deshalb ganz herzliches Dankeschön. Der zweite Punkt ist die Zusammenarbeit, lieber Herr Kielbasa. Die Brücke hat uns beide ziemlich Nerven gekostet, vor allem als noch nicht alles klar war. Und da sieht man, wenn man zusammenarbeitet, auch wenn man mal unterschiedlicher Auffassung ist, wenn man zusammenarbeitet, hält auch der Zeitplan. Vielleicht auch für Großprojekte ein Zeichen, dass wenn man eine Entscheidung getroffen hat, man am besten am gemeinsamen Strang in die gleiche Richtung zieht, dann funktioniert es. Und wir haben profitiert, lieber Herr Kielbasa, durch unsere Bauprojekte, die alle gleichzeitig laufen. Und ich glaube, Sie haben auch ein Stück profitiert, weil es funktioniert hat. Deshalb ist die Botschaft solcher Bauprojekte immer, wenn es entschieden ist, dann muss gemeinsam gearbeitet werden. Und dann funktioniert es auch. Es gibt ja andere Beispiele auch. Berlin zum Beispiel, Flughafen oder sowas. Deshalb ganz herzliches Dankeschön. Die Neugierde bezieht sich wirklich auf die Arbeit der Ingenieure und der Männer und Frauen vom Bau. Ich finde das wirklich faszinierend. Es gibt ein paar schöne Blicke, die man einnehmen kann, wenn man oben steht, die vielen Brücken, wenn dann noch ein paar Züge fahren. Das hat einfach richtig was. Und natürlich ist es faszinierend, dass die Hälfte der Strecke Tunnels sind bis nach Stuttgart. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Insoweit viel Spaß beim Nachschauen, beim Anschauen. Und wenn jetzt in ein paar Monaten der Rohbau fertig ist, dann ist es auch ein Stück Hoffnung, die wir verbinden, dass es vorangeht. Ich will nur einen Punkt sagen, weil wir ja am Bahnhof selber auch gerade mit Baustellen gesegnet sind. In den nächsten Wochen werden die Aufzüge am Steg eröffnet. Ein ganz wichtiges Anliegen aller, die nicht so gut zu Fuß sind und deshalb froh sind, wenn man auf die Bahnsteige mit den Aufzügen fahren kann. Da sind wir dankbar, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ich weiß, dass es daran lag, dass die Aufzüge nicht abgenommen werden könnten. In der deutschen Bürokratie dauert halt alles ein bisschen länger. Aber jetzt ist es ein wichtiger Schritt, weil für die, die unter den Baustellen besondererweise auch leiden, ist es ein wichtiges Signal, dass man barrierefrei bis zu den Bahnsteigen kommen kann. Jetzt wünsche ich einen schönen Tag. Es kommen immer mehr. Jetzt muss man, glaube ich, auf Zeit gegangen, jetzt ist man aber umgesprungen. Und ich bedanke mich nochmal bei all denen, die jetzt am Sonntag sich um die Ohren schlagen, damit die Leute diese wunderbare Baustelle, die ich faszinierend finde, weil es eben Ingenieurkunst von der besten Sorte ist, die Baustelle anschauen wollen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich darf jetzt noch das Wort an Herrn Dr. Kielbasa geben. Der wird zunächst auch erklären, wie weit man in Tunnel rein darf, was Sie alles hier sehen und vielleicht noch ein paar technische Details. Wenn man dem Herrn Dr. Kielbasa das Wort gibt, dass er das Bauwerk erklärt, könnte das etwas länger dauern, aber Herr Dr. Kielbasa, wir freuen uns, dass wir hier bei Ihnen auf der Baustelle sein dürfen und dass Sie an dieser Baustelle mit einem unheimlichen Engagement weiter und schneller vorangekommen sind, als man ursprünglich geplant hat. Und welche gigantische Maßnahme es hier ist, das sieht man ja nur schon an den großen Tunnelportalen. Lieber Herr Kielbasa, wirklich ein großes Kompliment von uns, vom Verein, aber auch von der Bürgerschaft. Das haben Sie toll gemacht. Sie haben das Wort.
Dankeschön, Herr Brunhuber. Liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich auf unserer Ulmer Baustelle. Wenn ich das so sage, Ulmer Baustelle, dann meine ich jetzt diesen Bereich, in dem Sie sich hier aufhalten können, den wir für Sie freigegeben haben. Dazu gehört natürlich viel mehr. Es gehört die gesamte Strecke bis Stuttgart dazu, auch der Umbau des Bahnhofs und des Knotens in Stuttgart. Und unter meiner Verantwortung und mit meinem Team ist gemeint der Bahnhof Ulm, der Alpabstieg mit dem langen Tunnel und die Alphochfläche. Für diesen Bereich haben wir für Sie heute hier reichlich Infomaterial zur Verfügung gestellt. Meine Mitarbeiter werden dort auch zur Verfügung stehen, um Ihnen das zu erläutern. Vieles ist vielleicht auch selbsterklärend. Sie können sich das aber gerne erklären lassen und auch Fragen stellen. Fragen Sie, das macht das ganze Geschäft hier etwas lebendiger. Ja, zum Thema Terminplanung. In der Tat, wir sind hier ein Jahr schneller als der Rest des Projektes. Wir haben uns an uralte Terminpläne gehalten und einfach durchgezogen. Ne? So, fertig. Und das Entscheidende ist, dass wir dieses Jahr nicht verstreichen lassen, sondern dass wir damit auch den Ausbaugewerken, die nach dem Rohbau kommen, die nämlich eine Bahnanlage aus dem nackten Tunnel machen und aus dem nackten Trog, die also Gleise verlegen, die Kabel verlegen, die Oberleitung ziehen, ja, dass wir denen damit auch rechtzeitig das Baufeld übergeben und die ihre Arbeit machen können, sodass wir dann eine komplette funktionsfähige Strecke haben. Und auch dabei werden wir uns hier an die Termine halten. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass uns das genauso gelingen wird wie in der Rohbauphase. Und ich möchte mich jetzt an der Stelle eigentlich nur bedanken bei all den Freiwilligen, die sich jetzt hier gemeldet haben aus meinem Team vom Rohbau und meinem Team vom Ausbau. Sie haben das jetzt richtig gehört. Ich habe jetzt nämlich auch den Ausbau als Projektleiter übernommen. Und ich wünsche uns allen einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag hier auf der Baustelle. Und wenn Sie vielleicht der Versuchung widerstehen, gleich am Anfang in den Tunnel reinzulaufen, bleiben Sie lieber ein bisschen draußen, solange das Wetter schön ist. Wenn es dann regnet, gehen Sie in den Tunnel, dann haben Sie den Vorteil, dass Sie ein trockenes Dach über dem Kopf haben. Dankeschön und viel Vergnügen. Vielen Dank, Herr Dr. Kibasa. Ich darf nun die Ehrengäste, Herr Oberbürgermeister, bitten, wir schneiden jetzt das Band durch, sodass dann offiziell der Tag der offenen Baustelle und der Tunnel eröffnet ist. Vielen Dank. Sind nur die drei? Moment. So. Schauen Sie einmal erst für uns, einmal nach vorne. Jawohl. Eins. In die Mitte. Zwei. Trotzdem alle jetzt mit der Führung mit reingehen, in den Tunnel, aber das andere ist natürlich auch interessant. Ich habe das noch unten, dass man trotzdem rein. Ich weiß nicht, was das auf sich hat. Wie weit darf man jetzt rein? Nein, die Ampel gilt für Baustellenverkehr. Wir können ungefähr 200 Meter reingehen. Weiter geht's nicht, weil wir könnten auch so bis Dornstadt wandern, denn der Tunnel ist ja fertig. Der Zugang bei Leer ist komplett dicht, da geht nicht mehr was. Da kann keine Maus mehr durch, ist alles wieder zugeschüttet. Also der wird auch nie irgendwo für eine Notlage? Nein, gibt's nicht. Leer, die Baustelleneinrichtung wird jetzt auch schon zurückgebaut, das heißt die Container verschwinden und die ganzen Baustellen. Ich bin von Leer. Ja, dann können Sie das verfolgen. Ja, hier ist es jetzt natürlich ein bisschen kühl, weil durch diesen Tunnel haben wir so eine Art Kaminfeuer. Und die kalte Luft ist natürlich nicht so angenehm, auch für Leute, die da arbeiten, nicht angenehm. Deswegen haben wir normalerweise das Tor hier geschlossen. Das ist der einzige Grund, weshalb wir dieses Tor hier haben, diesen Luftstrom steuern. Das ist ja eine wahnsinnig gute Luft für Ulm, die Lüftung ist so gut. Es gibt aber auch also das hat was da einfach mit dem Wetter. Damit sie sich trägt.
immer Planungen gehabt, die auch mit den erforderlichen Pufferzeiten ausgestattet waren, sodass wir für Unvorhergesehenes dann auch diese Puffer aufzehren konnten. Und auf die Weise können Sie sich auch über viele Jahre an einen Tarifplan Was ist noch die größte Herausforderung, die jetzt vorsteht? Ja, wir sind ja jetzt hier mit dem Rohbau fertig. Wir sind der erste Abschnitt von Hohenstadt bis nach Ulm, der im Rohbau fertig ist. Und Rohbau heißt, der Tunnel ist als Röhre in den Berg gebaut, die Brücken sind gebaut, Bahndämme sind gebaut, Einschnitte ins Gelände sind gebaut, Entwässerungsanlagen sind hergestellt. Und was noch fehlt, ist das, was eigentlich eine Bahnanlage ausmacht. Ja? Das heißt, erstmal die Gleise, dann die Oberleitung, Kabel, dazu gehören die ganzen Kabelgefäße, das sind Kabelschächte und Kabeltröge, Signale und so weiter. Alles, was Bahntechnik ist, das kommt jetzt. Wir sind schon gestartet, auf der Albhochfläche sind die Masten schon gestellt. Im Albabstiegstunnel beginnen wir diesen Monat noch mit dem Gleisbau. Und der zieht sich dann also in Richtung Albhochfläche hin und wird dann dort auch fortgesetzt. Zunächst bis Merklingen. In Merklingen geht es dann über den Bahnhof. Ja, da haben wir die besondere Situation, dass Weichen eingebaut werden müssen. Geht es weiter bis nach Hohenstadt. Und dann ist der ganze Abschnitt, den ich jetzt hier mit meinen Leuten im Rohbau fertiggestellt habe, ist dann auch als Bahnanlage erkennbar und funktionsfähig. Was, glaube ich, da hatten wir Probleme, ist Wasser zum Beispiel eingedrungen. Gibt es irgend so ein Szenario, wo Sie sagen, boah, das könnte uns nochmal den Zeitplan verhaken? Irgendwas, was den schlaflosen Nächte bereitet? Na, hier kann nichts mehr passieren. Wenn wir erstmal in der Phase der Ausrüstung sind, dann gibt es kein Unvorhergesehenes mehr. Das Unvorhergesehene kommt meistens aus dem Baugrund. Das haben Sie eben geschildert, ja, mit Grundwasser. Grundwasser ist eine Komponente, die zum Baugrund gehört. Das ist aber auch der Baugrund selbst. Wir hatten auf der Albhochfläche, aber auch hier im Tunnel erhebliche zusätzliche Aufwendungen wegen des verkarsteten Kalksteins. Das können wir nicht zulassen, dass dort also Löcher unbekannten Ausmaßes unter der Bahnstrecke sind. Das musste alles erkundet und saniert werden. Und das hat teilweise auch zu erheblichen Mehraufwendungen geführt. Das haben wir aber alles hinter uns. Die Ausbauphase, die jetzt kommt, das ist einfach nur Kilometer Gleise legen, immer schön im gleichen Takt Gleise legen, Oberleitung ziehen, Masten stellen und so weiter. Ist der Rohbau, also das ist quasi heute der Tag, oder ist er schon fertig oder wird er demnächst fertig? Wie kann man das sagen? Also man muss unterscheiden, der Albabstiegstunnel und die Albhochfläche bis Merklingen haben wir am 3. Dezember schon an den Ausbau übergeben. Das heißt, seitdem wird dort in den Ausbaugewerken gearbeitet. Jetzt zum 30.06. übergeben wir den Bahnhof Merklingen und die restlichen Kilometer bis Hohenstadt. Und den Bahnhof Ulm übergeben wir im Februar 2020. Und wann wollen die ersten Züge fahren? Ja, 2022 ist geplant. Den Verkehr auf der Neubaustrecke aufzunehmen. Letzte Frage noch. Freut es Sie, dass so viele Menschen mitgekommen sind? Ja, das ist die schönste Belohnung, die wir uns vorstellen können. Wir haben jetzt 10 Jahre lang daran gearbeitet. Wir haben jahrelang geplant, umgeplant auch teilweise. Wir haben Bauunternehmen gefunden, mit denen man auch gut zusammenarbeiten konnte. Denn ohne gute Zusammenarbeit ist auch kein Terminplan zu halten. Ja? Und das ist jetzt die Krönung, das ist der Abschluss, dass man sieht, das Werk ist fertig, mindestens erstmal im Rohbau. Und es ist für uns genauso ein großer Tag wie für Besucher, die zum ersten Mal hierher kommen können. Wir schauen stolz auf unser Werk. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Ein bisschen ein Aktionsbild, ganz schön.
Aber gut, wir gehen noch eins weiter. Wir gehen erst jetzt zu dem, was wir aktuell machen und enden dann dort, was zukünftig unsere Aufgabe sein wird. Ja, Leute, von außen oft genug gefilmt, endlich laufen wir mal durch und wir kommen jetzt gleich auf die Betonplatte, die Bodenplatte, die wir im Zeitraffer beim Betonieren aufgenommen haben. Wir sind jetzt auf der letzten Baustelle vom Ulmer Hauptbahnhof und hier kommt dann die NBS lang mit zwei Gleisen und da vorne durch den Trog geht es dann langsam wieder hoch zu den Bahnsteigen. Mhm. Das war, wo die Industrietaucher im Einsatz waren. Genau, so. Da vorne waren die Industrietaucher in dem schrägen Bereich des Troges. Hier hatten wir das auch ausgeschrieben, aber hier ist es beim Öffnen der Baugrube hat sich gezeigt, dass wir darauf verzichten können, weil wir hier den Boden doch etwas undurchlässiger haben als erwartet und dort braucht man das nicht zu machen. Das ist ja ein ziemlicher Aufwand, alles unter Wasser. Ne? Also die Bahn kommt dann aus dem Alpabstiegstunnel raus, man sieht die zwei Portalöffnungen dort, ne? Ich komme dann hier raus, diese Wand verschwindet wieder, das ist alles nur Baubehelf. Okay. Ja, und dann zwei Gleise kommen dann hier lang und gehen dann da zu den Bahnsteigen. Okay. Und diesen Behelf hier mit dem Weltstahltunnel, den haben wir gebaut, weil da drüber jetzt die Vilstalbahn langläuft. Ne? Sie sehen die Oberleitung, vielleicht kommt jetzt auch gleich mal irgendwann ein Zug vorbei. Der Vorteil ist einfach, wir haben da einen ganz normalen Erdkörper, weil wir nach Herstellung des Weltstahltunnels das einfach wieder zugeschüttet haben. Ja? Und es ist immer gut, wenn man auch in einer Bausituation die Eisenbahn auf dem Erdkörper fahren hat. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Hilfsbrücke haben wir hier auch mehrfach gemacht im Bahnhof Ulm.
Also zum Beispiel bei der Eisenbahnüberführung Rettungsplatzzufahrt neben der Neuturmbrücke, da hatten wir zwei Hilfsbrücken drin. Beim Portalbauwerk Alpabstieg hatten wir auch eine Hilfsbrücke drin. Hier haben wir uns entschieden, mit dem Erdkörper zu arbeiten und deswegen ist dieser Behelfstunnel dahergestellt. Wir haben noch einen zweiten solchen Blechtunnel, der steht nebenan. Da gibt es noch einen zweiten Trog, wo ein Gleis ausfädelt von der Neubaustrecke auf die westlichen Bahnsteige des Ulmer Bahnhofs. Und von dort aus kann man dann gleich nach Friedrichshafen weiterfahren. Ne? Hat den riesen Vorteil, dass wenn wir das anders machen würden und hier also alle Züge hier durch diese zwei Gleise in den Bahnhof reinfahren ließen, dann würden die alle auf Gleis 1 und 2 ankommen. Und das ist aber die falsche Seite für Friedrichshafen. Dann müssten die im Südkopf alle Gleise kreuzen. Und das ist natürlich schlecht für die Kapazität des Bahnhofs. Deswegen diese Parallelisierung. Ne? Ja, und jetzt haben wir hier als letzten Baustein das Kreuzungsbauwerk. Wir haben also den Trog Nord vom Alpabstiegstunnel her bis hier gebaut. Wir haben den Trog Süd von der Ludwig-Erhard-Brücke in diese Richtung hier gebaut. Und das war jetzt die letzte Lücke, die geblieben war, weil da drüber ja die Vilstalbahn war, weil sie da heute nicht mehr ist. Sie haben ja freien Himmel über uns. Wir haben das eine Gleis nach dort verlegt. Da sehen Sie die Oberleitung. Ne? Und das andere Gleis haben wir nach dort verlegt. Das ist jetzt temporär. Dafür haben wir dann aber Baufreiheit gehabt, um diese Baugrube hier aufzumachen. Und da stellen wir praktisch das letzte Bauwerk her. Und das wird dann das Kreuzungsbauwerk der Vilstalbahn mit der Neubaustrecke. Das heißt, das Gleis da oben, das wird dann wieder zurückgelegt. Zwei Gleise liegen dann hier oben drüber. Es ist wie so ein Trog, nur mit einer Decke oben drauf. Ja. Da liegen dann die Gleise der Vilstalbahn. Und die werden dann an den Gleisen 3 und 4 an den Bahnsteigen angeschlossen. Dann haben wir unten die Neubaustrecke, oben die Vilstalbahn und laufen beide auf getrennte Bahnsteige zu, sodass wir auch hier die Verkehre parallelisiert haben. Genauso wie mit der Friedrichshafener Geschichte. Immer wenn Sie die Sachen parallel haben und die sich nicht kreuzen müssen, dann haben Sie einen leistungsfähigen Bahnknoten. So machen wir das. Sollen wir noch mal ein bisschen nach vorne gehen? Ja. Können Sie uns was über den Zeitraum jetzt für die nächsten Bodenplatten-Drainagen erzählen? Ja, das geht jetzt hier wie das Brezelbacken weiter. Wir haben ja da vorne noch die Baugrubenphase, da ist also noch Aushub und da ist noch Wasser zu sehen. Ja. Und hier haben wir schon die Bodenplatte für den Trog eingebaut. Und das müssen wir jetzt quasi als Verbindung darüber noch fertigstellen. Was da vor uns liegt, da hinter oder vor diesem Spundwand-Querschott, ist nochmal eine tiefere Baugrube. Die ist extra vertieft, weil wir dort kontaminierten Boden entdeckt haben. Und den muss man dann tiefer ausheben, damit der fachgerecht entsorgt werden kann. Mhm. Ne? Das wird dann wieder aufgefüllt mit harmlosem Material, sodass wir, egal wo wir gebaut haben, immer eine ordentliche Verhältnisse hinterlassen, immer geordnete Verhältnisse hinterlassen. Es gibt da keine Kontaminationen mehr, die vielleicht noch aus Kriegszeiten sind oder die von 150 Jahren Bahnbetrieb herrühren oder sonst was. Ja. Es gibt auch keine Kampfmittel mehr. Überall, wo wir gebaut haben, ist bis 8 Meter Tiefe auf Kampfmittel sondiert worden und bestätigt, dass da nichts mehr ist. Ja, und auf die Weise hinterlassen wir eine sehr saubere Baustelle dann. Dankeschön. Bitte. Ich muss auch noch mal ganz kurz, wo befinden wir uns gerade? Sie kurz noch mal beschreiben können, ja, wo wir gerade sind. Wir sind hier beim zukünftigen Kreuzungsbauwerk zwischen der Vilstalbahn und der Neubaustrecke. Auf der Ebene, wo wir jetzt stehen, werden die Gleise der Neubaustrecke verlegt, also quasi auf Kellerniveau, Etage minus 1. Ja? Und über uns auf Geländehöhe läuft die Vilstalbahn. Ja, und da auf die Weise haben wir diese zwei Strecken dann übereinander liegen und sie kreuzen sich nicht auf gleicher Höhe. Das wäre nämlich kapazitätslimitierend für den gesamten Bahnhof. Ist ja klar, wenn auf einer Strecke ein Zug fährt, kann auf der anderen Strecke keiner fahren. Deswegen braucht man da ein Kreuzungsbauwerk. Ja? So, und im Moment haben wir jetzt hier also gerade diese Baugrube hier angelegt und hier schon angefangen mit den Bodenplatten für das Kreuzungsbauwerk. Und zu dem Zweck ist die Vilstalbahn
heute in einer temporären Lage. Ja, das Gleis, was Sie da oben sehen, ja, mit der Oberleitung, das ist dort nur als Baubehelf hingelegt. Das wird demnächst dann wieder zurückverlegt hier auf das fertiggestellte Kreuzungsbauwerk. Das kommt quasi hier runter? Nee, nicht hier runter, oben drauf, auf der Decke fährt es. Oben auf der Decke, ja. Hier unten auf der Sohlplatte fährt die NBS, immer die zwei NBS-Gleise und oben auf der Decke Baubaustrecke. Ja. So, und oben haben wir dann die zwei Gleise der Vilstalbahn. Und die Neubaustrecke, die führt dann auf die Gleise oder Bahnsteige 1 und 2 und die Vilstalbahn auf die Gleise 3 und 4. Dann haben wir das schön getrennt. Zwei parallele Strecken, die sich nicht gegenseitig stören und dadurch haben wir dann auch keine Begrenzungen in der Kapazität des Bahnknotens. Es ist wichtig, dass man die Fahrtrasen parallel sieht. Also ich frage noch, Sie machen das ja alles quasi im laufenden Betrieb beim Bahnhof. Ja, genau. Wie herausfordernd ist denn sowas? Ja, also Bauen unter rollendem Rad nennt sich das bei der Bahn. Ja? Mhm. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn Sie auf der Alphochfläche quasi auf freiem Gelände bauen können. Ja? Auf der Alphochfläche haben wir ganz andere Herausforderungen. Da haben wir zum Beispiel die Autobahn unmittelbar daneben liegen, die auch gleichzeitig umgebaut wird. Das ist quasi auch sowas wie Bauen im Bestand. Nur direkt an der Stelle, wo wir agieren, sollte eigentlich noch grünes Gelände sein. Ne? So, und hier haben wir jetzt alles gleichzeitig. Da oben fährt gerade der ICE vorbei nach Stuttgart. Ganz anspruchsvoll, also wenn ich darf, ganz anspruchsvoll jetzt auch mein Terminmanagement, ja. Nämlich das Schweißen ist das nächste, ja, wo ich Sie gerne hinbringen würde. Aber unbenommen können Sie Ihre Fragen noch weiter stellen. Ich wollte nur, dass wir den versuchen können. Herr Heine? Ja. Frau Kling? Platz. Und wenn Sie noch ein bisschen nach links rutschen, dann das ist gut, Dankeschön. Für die Medien versprechen Sie. Wir organisieren. Wenn wir die Kleinen nach vorne lassen und die Großen einfach drüber schauen, dann wäre das gut. Wenn Sie sagen, was wir hier sehen, dann ja. Also wir haben hier heute gewissermaßen zur Demonstration dessen, was jetzt noch in ganz großen Maßstab kommt, nämlich das Gleis verlegen auf der gesamten Neubaustrecke, einen kleinen Demonstrationsstand aufgebaut, wo es um Schienenschweißen geht. Sie haben das ja wahrscheinlich mitbekommen, die Schienen wurden hier in 120 Meter langen Stücken angeliefert. Die liegen jetzt auf der Alphochfläche und im Alpabstiegstunnel zur Verlegung bereit. So, und zwischen diesen 120 Meter langen Stücken muss dann immer eine Schweißung passieren. Und hier werden jetzt also mal solche Schweißvorgänge vorgeführt. Müssen Sie sich so vorstellen, zwischen den zwei Schienen, die da aneinander stoßen, befindet sich ein kleiner Spalt, so vielleicht von einem Zentimeter oder etwas mehr Breite. Ja. Und die Schweißung funktioniert jetzt so, dass in diesem Zwischenraum zwischen den zwei Schienen flüssige Schmelze eingebracht wird und dann erstarrt. Und das Herstellen dieser flüssigen Schmelze, das Bringen in die richtige Form mit Hilfe einer Schalung und dann das Ausschalen, das werden wir jetzt hier gleich sehen.
Das ist ein chemischer Prozess, den gibt es schon sehr lange. Das ist jetzt also keine Erfindung, die erst in den letzten Jahrzehnten gemacht wurde. So konnte man auch schon vor 100 Jahren Schienen schweißen. Ja. Das hört sich jetzt immer alles ziemlich dramatisch an. Das ist der Schweißbrenner, mit dem da jetzt vorgewärmt wird. Jetzt ist die Mischung ist da drin, in diesem Aluminiumtopf. Mit dem Philibus wurde das jetzt entzündet und das ist jetzt eine Magnesiumflamme, die da 2000 Grad erzeugt und damit die Schmelze erzeugt. Ja. So, und unten an der Schiene haben wir links und rechts Schalung und die flüssige Schmelze, die läuft dann, wenn sie die Temperatur erreicht hat, wenn sie schmilzt, ja, läuft dann in diesen Zwischenraum rein. Im nächsten Schritt werden dann diese Schalungen wieder entfernt und sie haben dann praktisch ein kurzes Stück Schiene hergestellt zwischen den zwei langen festen Teilen, die da vorher waren. Und dann haben sie eine Schiene, die durchgängig ist. Die Jungs, die das machen, das ist Spezialausbildung? Das sind Gleisbauer. Das ist ganz normales Gleisbaugeschäft. Das hat jetzt auch nichts mit der festen Fahrbahn zu tun, die wir hier bauen, sondern das ist Schienenschweißen. Das haben wir hier in Ulm also schon in den letzten Jahren also hunderte von Malen gemacht. Ja. So, das ist jetzt hier die Schlacke, die ist übrig. Es ist ratsam, das nicht anzufassen. So, jetzt sehen Sie, wie die Schalung dann abgenommen wird. Man riecht es jetzt auch, ne? Ja, genau. Und immer schön die Finger von dem heißen Zeug lassen. Mhm. Ja, da hilft auch kein Handschuh, sondern das müssen Sie immer mit Zangen anfassen. So, jetzt lassen Sie das noch ein bisschen abkühlen. Mhm. Wahrscheinlich auch immer konzentriert sein bei der Arbeit, ne? Also ja, vor allem keine unachtsamen Handgriffe, dass man in die Nähe des heißen Zeugs kommt. Ne? So. Und die Schmelze ist jetzt schon erstarrt, aber es ist noch nicht stahlhart, sondern die hat im Moment noch eine plastische Deformierbarkeit. Also sowas so wie Knete. Ja? Mhm. Natürlich ist das nicht so weich wie Knete, sondern es ist, Sie brauchen da ein Gerät, um das zu kneten. Und das ist das Gerät, was wir da jetzt haben. Das ist auch nicht zum Kneten da, sondern es ist zum Abscheren da. Jetzt wird also das überschüssige Material wird da praktisch mit der Presse abgeschert, dass wir dann also eine halbwegs hergestellte Oberfläche der Schiene haben und die wird danach dann noch sauber geschliffen und hinterher sieht man davon gar nichts mehr. Ne? Wenn das erstmal alles schön einheitlich gerostet ist, dann sehen Sie nicht mehr, wo das war. Ne? Ist ja schon zeitintensiv. Wie lange braucht man dann so für einen Kilometer? Naja, das hängt damit zusammen, wie viele solche Stationen Sie einsetzen. Ne? Sie müssen das ja nicht nur mit einer machen. Also normalerweise haben Sie zumindest immer auf den beiden Seiten, also auf beiden Schienen, die gleichzeitige Schweißung. Die laufen wenige Minuten versetzt, sodass die Leute immer den Handgriff auf der einen Seite machen und dann den Handgriff auf der anderen Schiene machen. Ja, dann geht das schon mal schneller, als wenn Sie es zweimal hintereinander machen. Und wenn Sie jetzt entlang der Schienen das an zwei Stellen gleichzeitig machen, haben Sie nochmal eine Verdopplung der Produktion. Aber wir haben ja auch 120 Meter lange Schienenstücke, also so viele Schweißstellen gibt es gar nicht. Ne? Also wir kommen hier wirklich mit einem solchen Trupp aus, der praktisch mit dem Baufortschritt weiter wandert entlang der Strecke. Das gilt sowieso für den gesamten Ausbau, dass wir so eine Linienbaustelle haben. Ja? Die fangen an einer Stelle an, hier in Ulm nämlich, hier im Alpabstiegstunnel geht es los und von hier aus geht es dann Richtung Dornstadt und dann Richtung Märklingen. Ach, hier ist Ja, hier ist Beginn im Alpabstiegstunnel. Und zwar diesen Monat noch. Und diese Baustelle, die wandert immer weiter, immer weiter, immer weiter. Am Anfang ist noch der Zustand, den wir als Rohbau hinterlassen haben. Ja, das ist oben auf der Alphochfläche die Frostschutzschicht, die wir eingebaut haben. Und das ist im Tunnel die betonierte Sohle. Und dann kommen die Ausrüster, dann müssen sie erst die Frostschutzschicht profilieren,
Denn wir haben die also als Dachprofil hinterlassen, also fast horizontal. Und wenn so ein Zug in die Kurve fährt, dann muss er ja eine Überhöhung im Gleis haben, damit ihn das Bierglas im Bistrowagen nicht nach Kurven außen wegwandert. Ja? So, der fährt also in die Kurve und hat dann diese Überhöhung. Und diese Überhöhung, die müssen sie dann schon in der Frostschutzschicht durch Planieren herstellen. Ja? Das heißt, als erstes kommt das Profilieren der Frostschutzschicht, dann kommt eine Tragschicht und dann kommt eine Betonplatte, in die die feste Fahrbahn, also die Schwellen und Schienen eingebaut werden. Ne? Und als letztes werden die Schienen verschweißt und das ist jetzt genau das, was wir hier sehen. Und das ist jetzt das übrig gebliebene Zeug. Das ist welches Material nochmal? Das ist Stahl. Stahl, ne? Ja, Stahl. Natürlich. Es muss ja, die Schiene können Sie nicht mit Kleber verbinden. Ja? Das ist flüssiger Stahl. Deswegen ja auch diese hohe Temperatur. Kann man das wiederverwenden? Das ist alles Abfall. Also das geht sicherlich in den Schrott, aber es wird nicht, kann auch mal auf der Baustelle können Sie damit nichts mehr machen. Ja. Ja, und Schienen schweißen, das ist eine Kunst. Das sieht so einfach aus, wenn die Profis das machen, weil das sind so Handgriffe, tak, tak, und die reden nicht viel, die schaffen. Ne? Aber das ist eine hochkomplizierte Sache. Wenn Sie das nicht nur hier auf so einem Modellversuch machen, sondern auf dem richtigen Gleis, dann müssen Sie dafür sorgen, dass die Schiene die richtige Temperatur hat. Und zwar nicht nur an der Schweißstelle, sondern auf ganzer Länge. Weil die Schiene ja sich entsprechend der Außentemperatur verkürzt oder verlängert. Und wenn Sie zum Beispiel im Winter Schienen schweißen, dann müssen Sie auf der gesamten Länge, wo Sie Schweißarbeiten machen, die Schiene vorher erhitzt haben. Dann laufen die also mit dem Brenner dort entlang und bringen die Schiene auf Temperatur, damit sie in einem richtigen Temperaturpunkt dann auch schweißen. Und dann verkürzt sich die Schiene wieder, weil sie natürlich die Außentemperatur dann wieder annimmt, so im Laufe von Stunden. Ne? Aber das ist dann das Gewollte. Im Sommer ist es umgekehrt. Im Sommer, in Deutschland wird man es nicht kühlen. Ist mir auch nicht bekannt, dass man schon mal irgendwo gekühlt hat, aber man kann zum Beispiel ein Zelt aufstellen, dass die Schiene im Schatten bleibt. Und nicht, denn die Dinger, die werden richtig heiß in der Sonne. Ne? Das ist so. Es ist sogar so, wenn die Sonne von der Seite auf eine Schiene scheint, ja, dann erwärmt sich die Schiene auf der Seite stärker als auf der sonnenabgelegenen Seite. Und dann verbiegt sie sich. Was sie auch nicht soll. Ja? Das heißt, da kriegen sie Biegespannung. Immer wenn sie Verformungen nicht zulassen, Temperaturdehnungen nicht zulassen, ob das in Längsrichtung geht oder ob das in Biegerichtung geht, immer wenn sie diese Verformungen nicht zulassen, dann entstehen Spannungen in dem Material. Und das kann man aber ganz genau steuern. Und deswegen sage ich, Gleisbau ist auch eine Kunst. Die Leute müssen das richtig, richtig gut machen. Und auch die Bauüberwacher, die dann sich davon überzeugen, dass das alles richtig läuft, dass die richtige Qualität hergestellt wird. Das müssen auch Vollprofis sein. Die müssen es genauso gut können wie die Gleisbauer. Nur sie brauchen es nicht so als handwerkliches Wissen, sondern als theoretisches Wissen, damit sie den Bauvorgang richtig kontrollieren können. Qualität ist das A und O, weil Qualität die wichtigste Voraussetzung ist für Sicherheit im Schienenverkehr. Und die Sicherheit des Schienenverkehrs ist nun mal das Wichtigste, was wir haben. Ja. Danke dir. Dankeschön. Herr Hammann, wir werden soweit. Ja. Herr Kielwasser? Ja, alles fertig? Tausend Dank. Dankeschön. Ich glaube, wie in gewohnter professioneller Art wieder den Medientermin. Ja, es freut mich ja, wenn sich Leute interessieren für das, was wir hier machen. Und es gäbe ja so viel zu erzählen von den tausend einzelnen Gewerken und von den einzelnen Bauwerken. Ja. Da können Sie ja vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Ich bin mir sicher, Sie werden noch genügend Gelegenheit haben heute. Heute Abend bin ich heißer, das weiß ich jetzt schon. Also viel Spaß damit. Ja, danke. Mach's gut, tschüss. Ja. Dankeschön von S21 Bau.tv. Ja, freut mich. Schön. Okay, und dann Herr Butt. Dankeschön. Ja, ciao.
Sebastian. Dankeschön. Ja. Jetzt noch ein kleiner Spaziergang. In den Bereich hier Zugang zu den Gleisen 3 bis 7. Hier gibt es ein Video, aber ich denke, das ist bekannt. Jetzt wird es wirklich schwierig. Hochheben, weitstrecken und dann noch zoomen. Video anschauen, kommt auf YouTube. Also, von rechts kommt hier dann die zukünftige Rettungszufahrt. Hier sehen wir noch die Seitenwand in der Armierungsphase. Hier haben wir die Baustellenzufahrt. Vielleicht habe ich das beim Vorbeifahren immer ein bisschen vermischt. Das ist aber nicht schlimm. Also hier sieht man an der Gummidichtung, wie dann
die Seitenwand angeschlossen wird. Und hier drauf. Vielleicht einfach Kommentar bei mir runterschreiben. Okay. Wenn Sie wollen, als Fans was zuschicken, kann man es auch veröffentlichen. Ja. Danke, ciao. Aber du bist ja schon angefahren. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, bitte Daumen hoch. Und wer nichts verpassen will, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.